ja den Hund. Ich habe mich für den Zwerg entschieden. Als erstes, weil er golden ist. Weil der Zwerg auch draußen ist, viele Arbeiten zu erledigen hat. Ich habe einen guten Freund von mir in der AWO mit eingegliedert. Ich habe ihm erzählt, man freut sich halt, zur Arbeit zu kommen durch die Kommunikation von den Leuten. Die Arbeiten eines Hausmeisters sind Gärtnerarbeiten und auch in drinnen halt ein bisschen anschrauben oder sonst irgendwas. Und ja, hat ihm gefallen, so wie ich ihm das erklärt habe, und der ist seit 3 Monaten bei uns. Ich nehme als bestes Beispiel Chefstelle. Es wird immer gegrinst. Also es ist nie einer, der jetzt immer böse guckt oder sowas, ja. Und das ist halt schon sehr hervorhebend, sage ich jetzt mal so, ne. Da macht das Arbeiten auch Spaß, nicht, wenn man reinkommt und einer guckt und dann ist man ja gleich wieder unten, aber nee, das kann man nicht sagen bei der AWO. Worauf ich mich am meisten freue, die Leute, die hier arbeiten, weil die Kommunikation stimmt. Und auf den Kaffee natürlich, den man morgens kriegt. Dem mache ich Mut. Man hat da schon öfters Leute, die dann sagen, muss man das? Und dann sagt man, ja, komm, sei mutig, traust du dir schon zu, schraub es an, passiert schon nichts. Also das ist mehr auf Gespräche aus Mut machen, also im Team sowieso. Aber auch jetzt halt, wenn man halt so eine ukrainische Familie hat, jetzt zum Beispiel mit Einräumen, was ich momentan mache, mit Wohnung einräumen, sagt man auch, wir kriegen das schon hin, bleibt mal ruhig, das funktioniert alles. Und denke ich mal, das ist so der Kernpunkt. Wir nehmen jetzt mal einen Kindergarten als Beispiel, sage ich jetzt mal. Und da hat man einen Außenbereich, Innenbereich. Und wir haben zum Beispiel unsere Mitarbeiter jetzt so motiviert, dass sie keine Kabels mehr wickeln müssen. Wir haben alles auf Akku umgestellt, dass die Arbeit erleichtert wird. Drinnen im Haus, wenn da irgendwelche Sachen angeschraubt werden müssen, haben wir auch alles auf Akku. Also wir sind da schon sehr fortschrittlich in dem Punkt. Also das heißt, ich brauche nur den Rasenmäher nehmen, Akku reinstecken und losfahren. Der Vorteil ist die Zeit. Also wenn ich ein Kabel ausräumen muss und ein Grundstück habe, sagen wir mal von 2000 Quadratmetern, da brauche ich viel Kabel. Und die Zeit, das spart man sich alles, das auszuräumen, einzuwickeln. Und der kann dann gleich loslegen. Das ist halt das Gute dran. Einer der wichtigsten Werte für mich ist die Toleranz. Ja, na, Toleranz ist wichtig, weil wenn man in verschiedenen Einrichtungen ist, in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel, nehmen wir mal das Asyl, da muss man sehr tolerant sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal Kindergärten nehmen, da kommen ja auch momentan sehr viele andere Kinder zu. Die lernen auch schon die Toleranz und darum finde ich das halt einer der wichtigsten Werte der AWO. Ich bin mutig, weil ich nicht Nein sagen kann. Ganz einfach, muss ich vielleicht ein bisschen näher erklären. Das heißt für mich, wenn mich jemand fragt immer bei der AWO oder wenn jemand kommt, du, wir brauchen das und müssen das jetzt machen, dann wird es gemacht. Ja, also das finde ich halt so entmutigt. Nicht, dass man sagt, nee, ich mache erst das, sondern gut, dann mache ich das halt. Das ist für mich mutig eigentlich. Einfach mal den Gegenpart anzustreben. Bei der AWO ist der Zusammenhalt größer wie in Außenfirmen. Also ich war vorher Pulli auf der Baustelle, kann man nicht vergleichen, überhaupt nicht. Und die AWO steht auch hinter einem. Also wenn man irgendwie ein Problem hat oder sonst irgendwas und zu seiner Chefin geht, die kümmern sich auch drum. Also es wird auch ein Problemlösung gefunden.